Und nun kommen wir zurück zur Dressur. Zu einem, der diesen besonderen Namen hat, zu Quanten. Aus einer Laurencio Mutter und der Juan Antonio Jiménez bereits Grand Prix erfolgreich ist. Quantensprung stellte seit 2014 bereits 70 Medinger Auktionsfohlen mit einem Durchschnittspreis von annähernd 15.000 Euro. Und Quantensprung stellte auch bereits 29 Reitpferde, und das finde ich bemerkenswert, die hier zu einem Durchschnittspreis von 76.000 Euro verkauft wurden. Das zeigt, wie viel dieser Hengst in den letzten Jahren für unsere Station geleistet hat, wie viele tolle Nachkommen er gebracht hat und was er für eine unglaublich prägende Wirkung er auch auf unseren Reit- und Ausbildungsbetrieb hier hat. Ja, im vergangenen Jahr stellte er auch das Spitzenpferd, diesen wunderbaren Quantofino, in beste Hände. Und im gleichen Jahr dann auch schon die ersten internationalen Erfolge seiner Nachkommen auf S-Niveau. Vor allem die Stärke dieses Hengstes ist, dass er selber drei Top-Rundgangarten hat. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass er sie auch vererbt. Und gut, das ist auch kein Geheimnis. Das Kuhblut kann auch am Anfang mal ein bisschen fröhlich sein beim Anreiten, zweieinhalb, dreieinhalbjährig. Aber auf Dauer sieht man ja auch bei den Quarterback-Nachkommen, der steht, glaube ich, jetzt weltweit an zweiter Stelle. Es sind eben Pferde, mit denen man das richtige Händchen haben muss. Und dann lassen die sich formen und ausbilden. Und dann können das eben Top-Pferde für den großen Sport werden. Schön deinen Takt halten. So, jetzt ist gut, prima. Machen wir gleich so weiter. Schön springen lassen, fleißig halten, fleißig halten. So, schön. Bisschen schneller mit dem Bein. So, nächste Woll, noch ein. So, einer macht er auch schon. So, einmal ein bisschen versammeln, machst du oben eine Arbeitspirouette herleiten. Und dann beim zweiten Mal machst du es dann ein bisschen kleiner, schön fleißig. Stellung, ein bisschen kleiner, so, jawohl, schön Stellung, Stellung, vorne rum, nochmal, mal ruhig noch einmal, in Stellung. So, jetzt ist das gut, so, so ist gut, prima. Jetzt gleich auf die andere Hand. Gut, schön gerade machen. Genick hoch. So, schön vor dir halten alles. Genick hoch. So ist gut. So, jawohl. Vorne rum.
sehr schön. Loben. Und sofort den Schritt. Eine Hand weg. Das vielleicht auch gerade diese Grundgangart, auch das ist ganz charakteristisch für die Quantensprung-Nachkommen, dass sie alle wirklich mit einem richtig guten Schritt ausgestattet sind. Das ist so das Tüpfelchen auf dem I. Typen sind sie. Und tatsächlich auch schon mehrere aufgrund ihrer Außenwirkung und ihrer Erfolge mit dem Signum FRH ausgezeichnet. So, einmal ein klein bisschen schneller machen. Komm, komm, so, fangen wir an. Ja, komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und so, und rauslassen. Jawohl, guck, sehr schöner Übergang, schön gerade halten, linker Zügel, gerade halten. So. Ja, wunderbar, jetzt ist er schön da, wo er hin soll. Und ja, immer wieder beeindruckend, die Silhouette dieses Hengstes. Dazu die tolle Donnerhallfarbe, vererbt er auch Gott sei Dank sehr oft. Sehr schön, und jetzt machen wir noch mal kurze Seite, noch mal Richtung Passage. Und dann lässt ihn über die lange Seite wieder schön nach vorn, zurück. Komm, 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 noch ein bisschen mehr. So, so, da, so, da wollen wir mal. Das ist sehr gut. Und jetzt schön nach vorn. Ja, mit meinem Freund Tönne Böckmann und ich, wir haben ja viele schöne Hengste zusammen gehabt. Mit De Niro hat alles begonnen. Fiedertanz, Departieu, Lettimer. Jede Menge. Und dann haben wir irgendwann Quantensprung zusammen gesehen und haben gesagt, Junge, das ist er, mit dem machen wir weiter. Und das freut mich besonders, dass wir beide auch mit diesem Hengst so ein Glück und Erfolg zusammen haben. Uns verbindet ja eine langjährige gute Freundschaft, deswegen hieß auch ein Hengst mal von uns Friendship. So, und wenn wir jetzt genauso fröhlich sind mit unserem Hengst wie wir, dann dürfen wir noch ein klein bisschen fröhlich unterstützen und Hanna dann allmählich zum Abschluss kommen. Immer weitermachen, immer weitermachen musst du. Sein. Weitermachen, komm. Ja, über die Nachzucht haben wir Herrn ja alles erzählt. Wir gehen in diesem Weg weiter und sind überzeugt, ab nächsten Jahr kommen da viele, viele Grand Prix-Pferde. Und dafür züchten wir heute Quantensprung und Hanna. Dankeschön.